darf Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Fernsehern oder auch die Sie mit uns im Internet verbunden sind, ganz herzlich begrüßen zum Zeitpunkt Trost. Wenn wir gelegentlich nach draußen schauen, auf die Straßen, ein wenig mehr Leben ist da, sicherlich auch dem guten Wetter geschuldet. Und doch ist das Leben, das öffentliche Leben, wie mit angezogener Handbremse. So richtig Leben, aufleben ist schwierig. Und ja, immer wieder ist die Rede von, wir fahren auf Sicht. Wir können nicht so weiterleben zurzeit, wie wir es vor der Corona-Krise getan haben. Zeit für Trost. Zeitpunkt Trost. So wollen wir beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Victime Paschali laudes emolent Christiani. Singt das Lob dem Osterlamme, bringt es ihm dar, ihr Christe. Das Lamme löst die Schafe, Christus, der ohne Schuld war, versühnte die Sünder mit dem Vater. Tod und Leben, die kämpften, unbegreiflichen Zweikampf, des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun lebend. Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen. Das Grab des Herrn sah ich offen, und Christus von Gottes Glanz umflossen. Sah Engel in dem Grabe die Binden und das Linnen. Er lebt, der Herr, meine Er geht euch voran nach Galiläa. Lasst uns glauben, was Maria den Jüngern verkündet. Sie sah den Herrn, den Auferstand. Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaft erstanden. O Siegerkönig, Herr, hab Erbarmen. Der Herr sei mit euch.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. In jener Zeit stand Maria draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du, wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie an den Fernsehern sind, die Sie mit dem Internet mit uns verbunden sind. Ganz viele sind traurig. Das höchste Fest der Christen fällt mitten in diese Corona-Krise hinein. Osterfest feiern mit gemeinsamem Gesang, mit der Freude über die Auferstehung, die man miteinander teilt, war nicht möglich. Aber vielleicht sehen wir es auch einmal andersherum. Inmitten dieser Corona-Krise, wo das Leben fast zum Stillstand kommt, feiern wir den Aufbruch zum Leben. Sie hörten eben das Evangelium vom Ostersonntag. Und da kommt Bewegung ins Spiel. Maria Magdalena. Sie dreht sich, wendet sich am Morgen der Auferstehung, am Morgen dieses ersten Tages der Woche. Sie dreht und wendet sich, kommt in Bewegung. Zuerst beugt sie sich in die Grabeshöhle hinein, von der sie weiß, dass sie leer ist. Sie sucht Sicherheit, Halt in der Vergangenheit und findet doch nur die Leere, den Tod. Sie beugt sich in die Grabeshöhle hinein. Und dann geht die Bewegung bei Maria Magdalena weiter. So heißt es, sie wandte sich um. Sie verlässt die Leere, vielleicht Halt suchend im Alltag. In einer alltäglichen Person, so deute ich es einmal, sie meint, den Gärtner zu sehen, ein Mensch des Alltags. Dorthin wendet sie sich. Aber auch dort ist kein Halt zu finden. Und dann wird aus der Umwenden, sie wandte sich um zum Gärtner, eine Zuwendung. Sie wandte sich Christus zu, dem Auferstandenen, denn er hatte sie aus der Vergangenheit, aus der Leere zu sich gerufen,
mit dem einen Wort Maria. Und sie fand das Leben, sie fand den Lebendigen. Und aus der Zuwendung zu Christus fließt dann gleich die nächste Bewegung. Sie ging zu den Jüngern, um diese frohe Botschaft kundzutun: Er ist wirklich wahrhaftig auferstanden. So wird Maria Magdalena zur Apostelin der Apostel. Sie ist die Erste, die dem Auferstandenen erscheint. Sie ist die Erste, die diese frohe Botschaft weitersagt. Maria Magdalena, ihre Bewegung am Ostermorgen. Ist das vielleicht auch ein Bild, ein Vorbild für uns in unserer Zeit? Hier und heute, oftmals ist es so, dass wir nach hinten starren. Wir schauen, wie bei Maria Magdalena, auf den Mangel an Leben. Maria Magdalena, die sich in die Grabkammer hineinbeugt, in die Vergangenheit, aber dort nur Leere findet. Traurigkeit bleibt zurück. Maria Magdalena wendet sich dann dem Alltag zu, wenn sie dem Gärtner meint zu begegnen. Aber dort findet Maria Magdalena nicht das Leben, sondern will eigentlich auch nur am Vergangenen festhalten. Sie will, so heißt es im Evangelium, den Leichnam Jesu holen. Und wir? Sehen wir uns nicht auch oftmals nach dem Vergangenen, nach der Vor-Corona-Zeit? Aber auch wir können sie nicht zurückholen. Erst als sich Maria Magdalena im Alltag dem Auferstandenen begegnet und erkennt, als sie in dem Gärtner Jesus der sie herausgerufen hat, erst da geschieht der Aufbruch zum neuen Leben. Erst da macht sich der Aufbruch zum Leben, bricht sich wahr. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Tage sind gesättigt mit vielen Bildern von Kranken, von Sterbenden, von Toten, von vielen, vielen Särgen. Diese Tage sind gesättigt mit vielen Erfahrungen von Hilflosigkeit, Einsamkeit und Verlassenheit. Diese Tage sind gesättigt mit der Erfahrung, das Leben dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber auch nicht den Tod. Davon singt die Ostersequenz, die wir eben vor dem Evangelium gehört haben. Ostersequenz, die am Ostersonntag vor dem Evangelium auch gesungen wird. Heißt es in Latein, mors et vita duello. Ein unbeschreiblicher Kampf, so heißt es. Der Tod und das Leben duellieren sich. Ende kann es da nur einen Sieger geben. Christus kämpft den Kampf seines Lebens und am Ende das Leben lebt, der Tod ist tot, ein für allemal. Sag uns, Maria Magdalena, was hast du gesehen? So heißt es in der Sequenz. Er lebt, der Herr. Jesus lebt auch heute und im Alltag der Menschen ist auch er, der Lebendige, Spuren des Lebens zu finden. In den letzten Tagen hatte ich ein Gespräch mit einer älteren Dame, die seit einiger Zeit in einem Seniorenheim lebt. Eigentlich konnte man nur Traurigkeit und Klagen erwarten, denn wir wissen gerade, die Menschen in den Seniorenheimen sind fast isoliert
von dem Leben in der Welt. Stattdessen betete mir die alte Dame ein Gebet vor, was sie wohl schon seit den Kindertagen kennt. Sie betete am Telefon: Wie kann, o Herr, ich danken dir genug? Es soll dir danken jeder Atemzug. Es soll dir danken jeder Herzensschlag bis zum letzten Schlag am letzten Tag. Es soll dir danken jeglicher Gedanke. Nichts will ich denken als ich danke, danke. Welchem Gärtner ist diese alte Dame wohl im Seniorenheim begegnet? Welchem Gärtner, der sie herausruft aus der Traurigkeit hinein ins Leben und ihre Augen öffnen lässt für das Gut und Schön? Ja, es gibt viele Möglichkeiten, die Auswahl, es gibt nicht viele Möglichkeiten in einem Seniorenheim. Die Auswahl ist sehr klein in solchen Heimen. Spuren des Lebens in dieser Zeit entdecken. Das kann jeder. Und viele können so auch zu Apostelinnen und Aposteln werden. Sagen, leben, Christus lebt, er ist wirklich auferstanden. Der Tod ist tot, das Leben lebt auch heute. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, in diesen Tagen müssen viele Menschen auf vieles verzichten. Liebgewordene Gewohnheiten, die den Alltag prägten und ihnen Sicherheit und Halt gaben. Es gibt nun auf der ganzen Welt Menschen, die nicht einfach auf vieles, sondern auf alles verzichten müssen, weil sie krank geworden sind, sterbenskrank. Und wir sehen auch Menschen, die nicht nur vieles, sondern alles geben, damit andere Menschen leben können. Wir erkennen darin dein Handeln und deine Liebe. Denn du hast dein Ein und Alles gegeben, deinen Sohn. Und er hat auch alles gegeben, sein Leben, damit wir Leben haben. In den Dunkelheiten dieser Tage, in den Schmerzen dieser Stunden, in der Einsamkeit dieser Zeit ist uns dies der Trost.
der hinausreicht ins Leben. Gott, wir danken dir für die vielen Zeichen des Trostes, der Zuneigung und der Nähe. Wir danken dir, dass du, denn du bist es, der uns durch andere Menschen aufleben lässt. Stehe allen Menschen bei, die deiner Hilfe besonders bedürfen, und tröste die, die im Kampf um Leben und Tod zu verzagen drohen. Du, der du alles für uns gibst, dich preisen wir heute und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Das gewähre euch der dreifaltige, lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.